Treiber Nummer 5, Prämiensysteme. Ich habe es gerade eben schon beim Ticketing erwähnt. Einer der angesagtesten Motivationspäpste in Deutschland ist Reinhard K. Sprenger. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, Frau Dr. Friedrich kennt ihn bestimmt. Der sagt, jede Form von Prämie oder Provision ist eine Form von Bestechung. Das muss man sich mal so auf dem Trommelfeld zergehen lassen. Ja, er sagt, und da ist durchaus was dran, wer dauerhaft 20% mehr Leistung erbringen kann, als das, was eigentlich von ihm gefordert ist, der hat entweder für das Geld, was sie ihm zahlen, Leistung vorenthalten, oder er ist permanent im Overload und in der Überdehnung und wird ihn irgendwann zusammenbrechen. Beides ist nicht gut. Sprenger fordert, führen Sie mit Visionen. Ich bin ja Pragmatiker. Ich sage, genau das machen wir. Wir führen mit Provisionen. Ja. Also, da ist ja was dran. Wie gesagt, wer dauerhaft 50% mehr leistet, da stimmt irgendwas nicht. Aber das Thema Prämienmodell führt dazu, dass sich die Techniker mit der Betriebswirtschaft so ein kleines bisschen auseinandersetzen und identifizieren. Die werden nie ihre Bilanz lesen können und sollen, das ist gar nicht ihr Job. Sparen Sie sich das, Ihre Bilanz Ihren Technikern vorzulegen und zu erklären. Ja, machen Sie es einfach und so, dass die auch was davon haben. Provisionen im begrenzten Maße sind absolut sinnvoll. Sie sollten nicht zu hoch sein, sonst ist der Frust, wenn es mal nicht kommt, größer als das, was es an Motivation bringt. Ja, es sollte einen Lerneffekt haben. Die simpelste Methode immer noch, und das wenden die meisten an, definieren Sie eine Grenze der Technikerauslastung. Sie hatten es vorhin bei mir gesehen, mindestens bitte 70 Stunden, gleich 50%. Und von jeder Stunde darüber gibt es 10 Euro. Ist das simpelste Prinzip. Auch zum Thema Prämiensysteme gibt es ja von Mike Bergmann das ein oder andere Seminar. Dort werden noch ausgefeiltere Methoden dargestellt. Bedenken Sie dabei aber immer bitte Folgendes. Der Mitarbeiter muss sofort in der Lage sein, dieses für sich zu kontrollieren. Wenn Sie einen Monat später oder 3 Monate später mit Kennzahlen daherkommen, die auf seine Provision eine Auswirkung haben, wird er immer sagen, das ist ja schön und gut, aber ich brauche diese Information zeitnah, damit ich mein Verhalten anpassen kann. Sie verlieren jeden Prozess um Gehälter und Provisionssysteme, wenn der Mitarbeiter nicht tagesgenau darauf gucken kann und sein Verhalten anpassen kann. Weil das Gericht sagt, ist ja wunderbar, aber wie soll er denn darauf reagieren? Woher soll er denn wissen, dass er ein bisschen schneller laufen muss? Also keep it simple and straight, KISS, keep it simple and straight, ja, sodass der Mitarbeiter, der Techniker auch darauf reagieren kann. Oder Sie machen es mit einer Provision auf den Deckungsbeitrag beziehungsweise auf den Dienstleistungsumsatz. 12 bis 15% ist die Regel.